So. Ich bin der Meinung, Chibi ist schuld. Dafür, dass sie für denselben Mann arbeiten, kann scheint doch sich nicht für Nidia eure und El Unfähigkeit. Pulpo nicht sonderlich zu mögen. Andreas sollte Glück bringen, und ich bring Pech. So schaut das nämlich aus. Ja, genau, hier geht's Alter, doch wie nicht ums weit Lippen, der Mann. Das geht ja ums Nacht. Skill. Das passiert mit Sympathisanten der Rebellen. Die hängen noch nicht lange da. Ja, ich hab ihn getroffen, glaube ich. Gemacht haben. Mindestens ist da irgendeiner rausgeflogen. Oder auch nicht. Merkwürdig. So sieht das also aus, wenn Andi trifft. Merkt euch das. Stop your vehicle. Now. Get out of your car. Du hast mich bitte gesagt. Please. Ich mach bitte er. Thank you. Danke. Jetzt auch noch nebelig, oh oh. Was Licht an? Wow, klasse, bringt viel. Hey, alles. Ich fahre mit Thermal. Das ist ein Auto. So, der kann doch auch bremsen, wenn das nicht tut. Ja gut, aber wenn du auf der falschen Seite fährst, ist doch nicht er schuld, sondern du. Gieß dem ab. Wir müssen links rum. Okay, dann nicht. Ja, man könnte noch so ein, zwei Kollegen im Spiel gebrauchen. Immer noch links, 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 links und nicht so laut futtern, Alter. Das tut ja in den Ohren weh. Hat sich angehört wie so eine Reis, Dings. Waffel. Ich glaube, die heißen Reiswaffel, die Dinger, ja. Andi, das da vor uns ist ein Auto. Ach, ehrlich? Mhm. Ernsthaft, bist du ausgestiegen? Ja. Blockier jetzt alles hier. Ich will hinten drauf. Warum steigst du jetzt ab? Weil die noch über 600 Metern, ja, ist doch egal, die kommen doch trotzdem hier hin. Das Sorry. Gefallen, aber ich kann nicht ja, der LKW ist gut, nimm den LKW. Nicht. Ich kämpfe jetzt auf dem Berg. Ich gehe jetzt auf den Berg und kämpfe da. Uah, da geht der runter. Das ist schon eine gute Position, oder? So, wir sitzen hier und lauschen jetzt Andis kleinen Geschichten. Ja, dann erzähl mal, Andi. Ist es schwer, Coca-Paste herzustellen? Schwer? Nein, gar nicht. Eigentlich brauchst du nur Lösungsmittel, ein Loch im Boden und zwei bis ja, fünf Leute, ist, ne? Denen es nichts ausmacht, fünf bis sechs Stunden am Tag in Kerosin rumzustapfen. Ernsthaft? Das ist eine Möglichkeit. Du legst ein Loch mit Plastikplane aus, gibst Lösungsmittel über die Coca-Blätter und dann stampfst du darauf rum wie ein... Sie hörten gerade die Stimme. Küche benutzen komplexere Chemikalienrezepte und bearbeiten die Coca-Blätter über Tage hinweg. So entsteht mehr von der Paste als bei der traditionellen Herstellung. Und da kommen Leute wie El Emisario ins Spiel. Weil der mehr aus den Coca-Blättern rauskriegt als andere Köche. Lass es mich so sagen. El Emisario produziert jede Woche 10 beschissene Tonnen Coca-Paste. Keine Ahnung, wie viele Coca-Blätter er kriegt, aber keiner macht mehr Coca-Paste. Das ist kein Koch, das ist ein verdammter Sternenkoch. So, jetzt wissen wir, wie Coca-Paste geht. Wenn die anderen beiden nicht dazwischen gelabert hätten, hätten wir es sogar noch ganz genau gehört. Mann, 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 Mann. Haben sie gerade eine Anleitung durchgegeben? Ja. Zwei Wege, Coca-Paste herzustellen. So, also den LKW kriegen die, glaube ich, nicht so schnell weg. Weißt du, was ich mich jetzt frage? Wir nehmen das Auto. Was? Wie viele Leute versuchen das jetzt nach dem seiner Erklärung auch so herzustellen?
Alle? Die zugehört haben. Ich glaube nicht. Nein, aber die erzählen schon lustige Geschichten. Deswegen habe ich gesagt, pscht. Meistens sind es Peniswitze von den Soldaten, aber manchmal auch was Interessantes. Die erzählen sogar über das Land Sachen, was interessant ist. Ja. Welches Land ist es? Bolivien. Ah. Kolumbien. So, die kommt gleich. 160. Ja, der LKW steht hier. Das ist aber auch eine ordentliche Barriere, die du aufgebaut hast. Hm? Ja, leider. So, jetzt geht's los. Achtung, ich sehe den Assistenten. Ich hab mich jetzt extra weggelegt. Wir brauchen ihn lebend. Das Problem ist, ich treffe nur das verschissene Auto. Oh, den einen Fahrer habe ich gekillt. Oh, ich auch. Nein! Oh, woran bist du denn gestorben? Er ist allergisch auf Kugeln. Die sind da runtergekommen. Oder sind da unten diese Serpentine rumgefahren. Und ich wollte dann von oben da runterknallen. Dass ich die noch aus der Karre hole, aber in dem Moment hat mich die Kugel getroffen. Dass sie für denselben Mann arbeiten, scheinen sich Lydia und El Pulpo nicht sonderlich zu mögen. Sie haben ein gesundes Misstrauen füreinander. Wir müssen dieses Misstrauen nur befeuern und sie brechen einen Krieg vom Zaun. Ich glaube, wir müssen mehr Personen sein. Aha. Feindaktivität. Aber du hast auch keine Minen, ne? Nee, ich kann nicht. Sauber, alle in Ordnung? Los geht's. Solo ella. Y lo saben. Amen. So einsteigen? Was denn? Mein neues Auto. Ich glaube, am besten ist, wenn wir das so machen, als Drive-By. Wir versuchen. Ja, durch die Barriere waren wir schon wieder ziemlich schnell durch, ne? Weil sie links da vorbeifahren. Der größte Gewinner mit der Gewalt der Ozeane. Das ist das Erlebnis, das Santa Muerte verkörpert. Kommt zu uns, habt mehr über sie. Kommt, betet sie an. Adoralla y amarla. Sie hilft euch, die größte Persönlichkeit zu sein. Akzeptiert euer Leben nicht, wie jetzt es gerade ist. Langsam. Mehr. Na, die vorne ab. Achtung, ich sehe den Tango ist hin. Nein! 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 Das war eine Kugel. Die war irgendwie so am Streuen. Dafür, dass sie für denselben Mann arbeiten, scheinen sich Nidia und El Pulpo nicht sonderlich zu mögen. Sie haben ein gesundes Misstrauen füreinander. Bin ich irgendwo eine Dreckskarre, ey. Meinst du besseres Mitglied? Ja, war ich auch wieder. Was? Schieb ich auf, sowas zu sagen. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Wir bräuchten mal langsam ein besseres Scope für diesen scharfen Gewehr, das was wir haben. So Kacke.
Ja, wo ist denn eins? Ich hab keine Ahnung. So, wenn du als Scharfschütze auf diese Entfernung nicht, also auf diese Strecke, den nicht triffst, dann bist du Kacke. Er fährt weiter. Ich stehe hier hinten und krieg nachher wieder die Schuld. Ein Teufelskreis. Achtung, ich sehe den Assistenten. Schieß gezielt. Wir brauchen ihn lebend. Wollt's mal versuchen. Der Panzer. Ich glaube, man kann gar nicht durch die Scheibe schießen, ey. Vielleicht mit einem anderen jetzt Auto die Klippe runterstoßen? Jetzt wollte ich es auch mal. Hä? Ich habe ihn mit C4 in die Luft gejagt. Das war mir gerade zu dumm. Weil ich sag auch noch, ich bleib hier hinten stehen und du fährst erstmal 100 Meter vor mir. Ach. So, wir machen jetzt doch nichts. Ja, es ist ein bisschen langweilig, nur diese eine Mission zu machen, weil wir zu dumm sind und das andauernd verkacken. Das ist so unmöglich, Alter. Normalerweise also ist es besser. Das kann ja jeder sagen. Ist so. Wir haben schon alle möglichen Koop-Games gerockt. Am geilsten war immer Rainbow Six Vegas. Weißt du, was ich eigentlich immer noch am geilsten fand? Splinter Cell Blacklist. Dass sie für denselben Mann arbeiten, scheinen sich Nidia und El Pulpo nicht sonderlich ja. zu mögen. Sie haben ein gesundes Misstrauen füreinander. Wir müssen dieses Misstrauen nur befeuern. Ich finde man viel geiler, mich immer jeden Morgen im Spiegel zu sehen. Ich würde mich erschrecken, wenn ich ich wollte gerade sagen, also ich an deiner Stelle, ich würde jeden Morgen anfangen zu kotzen. Nein, ich finde mich ja wunderschön. Wir treffen uns wieder auf die Lange. Fahr mal bei der Lange nach... Hast du C4? Nein. Ich fahr hin. Ich will doch hier. Erste Fahrzeug weg haben. Ich könnte jetzt schießen. Achtung, ich sehe den Assistenten. Schieß gezielt. Wir brauchen ihn lebend. Ladung ist scharf und liegt. Mann, ey. Verdammte Scheiße. Alter. Nee. Nee. Das war doch schon längst weg. Was hat mich denn jetzt getroffen? Ich glaube, ein Fahrzeug ist weg. Sauber hier drüben. Ganz ehrlich, ist das einfach nur noch lächerlich. Fahrzeugzerstörung. Bitte? Ja, das Fahrzeug zerstören wollen wir auch nicht. Nee, wir müssen das wieder mit dem Auto machen. Gottverdammt. Nee. Das machen wir gar nicht. Ich habe mir jetzt extra die Minen gekauft. Okay. Hallo, Nightbot. Ach, hat er sich gemeldet? Und nur mal gucken, ob der auch antwortet. Antwortet er? Nein, antwortet nicht.
Hat er denn überhaupt was gesagt? Ja. Gut. Hat er gesagt, Chibi ist doof? Nein, er hat einen Link gepostet. Natürlich zu unserer YouTube-Seite. Nee, bei WoW Gold oder sowas. Was? Nein, Quatsch. Weiß gar nicht, wo führt denn der Link hin? So, ich bin jetzt einstimmig dafür, dass sie dass für den wir selben Chibi arbeiten, scheinen sich Nidia und El zu mögen. Sie haben ein gesundes Misstrauen füreinander. So, lassen wir. Und sie brechen einen Krieg vor. Der Donation Link. Wie weit bist du? Schau grad mal hier. Ich hab mal ein paar Sachen gelernt. Auch Minen. Das heißt, die würden. Zack, 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 zack. Ja, genau. Wo fährst du lang? Ja. Ich lege eine Mine für unsere Sicario-Freunde. Jetzt auch hochgelaufen? Nein, ich bin ein Stück gefahren. Da war mal so ein Army Ranger auf Urlaub bei mir in der Ecke. Und er wollte unbedingt ein paar Stiefel aus Alligatorleder. Aber wie das bei Rangern eben so ist, er wollte nicht einfach in ein Schuhgeschäft, nein. Er schnappt sich ein Messer und macht sich auf in die Sümpfe, um sich seine Stiefel selbst zu erlegen. Er biegt von der Straße ab, fährt querfeldein und findet einen alten... Achtung, ich sehe den Assistenten. Schieß gezielt. Wir brauchen ihn lebend. Das Porto wurde zerstört. Schuss. Begleitfahrzeug zerstört. Ich komme jetzt zu dir. Ich habe die Hälfte habe ich schon gemacht. Ach nein, Andi ist schon wieder ganz woanders. Okay. Ich glaube, ich gebe es heute für heute auf. Aber wie ist denn das? Da gibt es da ziemlich viele Abhänge. Kann man den nicht einfach runterstoßen mit einem anderen Auto? Geht der dann kaputt? Oder ich habe keine Ahnung. Er darf nicht sterben dabei, das ist das Problem. Ah, er darf nicht sterben? Ich dachte, nee. Nicht. Okay. Warte, nichts machen. Ja! Das ist ein Treffer. Los! Hin! Nix schießen, Alter. Ist nur noch er. Nee, da ist noch ein Tango. Die fahren noch weiter. Das sind sogar zwei. Also bei mir stehen die da. Abschuss bestätigt. Nicht auf das Auto. Mann, ich sehe den Unterschied zwischen Tango und dem Spacken. Er ist gelb, die anderen sind rot. Wer hat den vorhin umgebracht? Hey, jetzt fährt mich ein Auto um. Ey, könnte auch Kevin über meinem Kopf da stehen, ey. Wie ist der denn jetzt? Alter, der gibt aber Gas. Ja, dürfte aber nicht mehr geben, weil... Das Auto... Und das Ballert noch mal. DJ Perico, der die andere würden auch aussteigen, weil das Auto brennt und so, aber... Mein Kumpel Enrique hat sich gemeldet. Ich soll euch von ihm ausrichten. Geht nicht nach Nein. Pass. Nein! Die Bullen richten Kontrollpunkte an den Zufahrtsstraßen in die Stadt ein und schnappen sich jeden, der nach Kartell riecht. Und
Diesmal meinen das die Bullen ernst. Irgendein Koch wollte fliehen und sie haben ihn abgeknallt. Bang! In den Rücken. Nur zur Erinnerung für euch Santa Blanca-Enthusiasten da draußen. Ihr habt ein Tattoo im Gesicht. Keiner kann übersehen, dass ihr zum Kartell gehört. Entienden? Ihr geht nicht als Studenten durch, wenn ihr Santa Muerte eintätowiert habt, wo früher eure Augenbrauen waren. Bleibt dran, mehr Musik ist schon unterwegs. Das ist Fragen, die sich wahrscheinlich viele, ob es auch Farbe im Spiel gibt. Weil der Bildschirm hier an die verkauft. Nein, nein! Da ist nein. Auch Farbe, das muss man allerdings leben. Nein! Wie unfair! Wie unfair! Der ist von der Brücke gesprungen! Das ist unfair! Wie? Hat er sich selbst das Leben genommen? Ja, Mann! Ist aus dem Auto geil. Raus und ist von der Brücke runtergesprungen. Was sagt er, Alter? Wie war ich? Ich war dran! Ich war dran! Ich weiß jetzt aber, wie ich das mache. Es wäre nett, wenn ich den von hinten abknallen darf, den Typen, und du die dann von hinten vorne in Schach nimmst. Wäre dass dieses sie für machbar? Denselben Mann arbeiten, scheinen sich Nidia und El jetzt nochmal. Ich knall den Typen, den Fahrer, von hinten ab. Wir müssen dieses Misstrauen nur befeuern und ich sie brechen den Krieg vom Zaun. Kriegen. Und du musst die dann von vorne beschäftigen, weil, ne? Wenn du hier oben reinkommst. Ja, da unten wurde. Nee, du bist schon wieder fast so weit. Laufe. Ich guck grad, wie weit ich komme. Wo meinst du denn jetzt? Ja, ich werd den da bei dir entführen. Wo aus ich ihn angreifen soll? Von vorne, weil ich ja von hinten den Fahrer abschieße. Von hier werde ich auf ihn schießen. Und dann bist du hier bei mir falsch, weil du dann die Straße noch ein bisschen weiter runter musst. So. Weil der springt nämlich aus seinem verhassten Auto raus. Auch nicht vorher schießen oder sowas. Weil dann flüchten die und geben Gas. So, er kommt jetzt. Weil von hinten kann man nämlich ins Auto reinschießen. Versuch's jetzt mit C4. Achtung, ich sehe den Assistenten. Schieß gezielt. Wenn der. Sag mir Bescheid, wenn der Assistent mitfährt, ne? Weil da muss ich zünden. Mach. Dein Auto ist jetzt zu. Was ist das denn? Ja! Ist doch jetzt ein Witz. Genau! Oder? Ist jetzt das verhurte Auto zu? Nein! Das hat so gut angefangen! Das war jetzt aber auch mein letzter Versuch mit dir. Das bringt momentan nichts. Der hat mich jetzt überfahren. Ja. Ja, ich weiß. Mann, das merke ich morgen früh noch. Danke, Bro. Da unten. Das verhurte Auto ist zu. Das ist das Problem. Vorher war es auch, jetzt ist es zu. Weil ja das Wetter sich anscheinend geändert hat. Gott. Ja, es muss aber unabhängig davon trotzdem funktionieren. Auto sofort. Machen Sie es nicht schwerer als nötig. Wartet, ich fahre. Auto gefahren.
nein! Nein. Egal. An was gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Hm? Was bist du denn jetzt gestorben? Berg runtergeflogen. Weil man hier ja nicht frei springen kann. Ja, das ist... Dafür, dass sie für denselben Mann arbeiten, scheinen sich Nidia und El Pulpo nicht sonderlich zu mögen. Sie haben ein gesundes Misstrauen füreinander. Guck mal, der kommt doch sowieso hier unten an, wo wir hier stehen, oder nicht? Ja. Der fährt doch sowieso hier vorbei. Könnten wir eigentlich direkt hier stehen? Papapapam, darüber ballern. Ja. Am besten legt der eine unten und der andere oben C4 und dann knallen wir jeweils das eine Auto weg. Im vergangenen Jahr hat Esperanza Santa Blanca Millionen... Halten die denn an, wenn du ein Auto da querstellst? Und nicht in der Nähe bist? Das hier ist jetzt scharf. So viel ich weiß, ja. Nur, wird halt immer zu schnell dann gehandelt. So, ich hab hier unten C4. Genau da, wo das Auto steht. Und wenn du sagst Go, dann drück ich. So, dann sind sie da. Komm. Auf was für ein Fahrzeug willst du schießen? Warte, lass sie stehen. Könnt jetzt schon wieder schießen. Lass sie stehen. Bis sie halten und jetzt auf den, in der Mitte den Typen, den Fahrer. Ich sehe den Assistenten. Schieß gezielt. Wir brauchen ihn lebend. Ja, er ist weg. Ach so, er auch. Das Dumme daran ist, die ganze Zeit, dass der ganze Verkehr stehen geblieben, ne? Alles stehen geblieben. So. Hä? Es funktioniert auf jeden Fall schon mal. Aber hast du gesehen? Also von vorne kommen wir da nicht weiter. Wir müssen den von hinten abknallen, den Wagen. Für denselben Mann arbeiten, scheinen sich Nidia und El Pulpo nicht sonderlich zu mögen. Sie haben ein gesundes Misstrauen für einen. Weiß er nicht. Merkt er das, wenn man sich von hinten anschleicht? Wenn nicht, dann würde ich sagen, hinten ein bisschen weit weg C4, dass er sich nur leicht überschlägt. Der war eben nur kurzweilig im Bereich drin vom C4 und ist sofort gestorben. Warte mal, kannst du mal mitkommen? Oder was machen? Komm mal mit, weiß ich. Er fährt. So, kannst du dich auf die rechte Seite des Autos hier positionieren? Also auf dieser Seite und ich von hier. Ja, aber wenn ich da stehe... Nein, du sollst dich da nur verschanzen, so dass du dann Sicht drauf hast. Ach so, einfach oben in eine Büsche rein oder so. So, dass man dann sagen kann, hier, bam, 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 hau den Chibi weg. Hab ich dir eigentlich getan? Du bist gemein zu mir. Das hätte ich nicht gefragt. Und im Minigolf cheatest du. Und Andi schmatzt. Nein, das sind die Eisenbonbons.
Das, Alter, die sind zum Lutschen da. Kaut die direkt. An die Frage, war jetzt... Ohne Schalldämpfer war die Waffe stärker als mit, ne? Das kann durchaus möglich sein. Wollen wir den mal abmachen? Ich mach sie gerade ab. Guck mal hier. Hier sammelt sich der Verkehr schon bei mir. Hier oben. Wie dumm ist das denn? Das Auto steht da unten bei dir. Okay. Ich hoffe, die fahren dran vorbei. Ne, die halten ernsthaft an. Die haben ernsthaft angehalten, ne? Der Kollege fährt weiter. Der fährt jetzt von alleine weiter. Nur er. Ja, und jetzt? Ne, der fährt nicht Augen weiter. Auf, der... zurück an die Arbeit. Hä? Achtung, ich sehe den Assistenten. Schieß gezielt. Wir den brauchen Assistenten ihn lebend. Den Assistenten habe ich markiert. Sehe einen Dritten. Was machen wir denn jetzt? Ja, jetzt warte noch. Die sollen ja bis zu dir eigentlich fahren, das ist es ja. Ja, aber die werden mich gleich irgendwann sehen. Nein, nein, mich sehen sie ja auch nicht. Ich glaube, ich könnte den ersten Pickup vorne direkt komplett auslöschen. Ja, mach das mal bei 3, 2, 1. Nö. Ja. Das kann nicht wahr sein. Alter, da krieg ich so Kackreiz, ne? Sie kommen. Sie sind unvorstellbar brutal, schlimmer als jeder Albtraum. Ausgeburten der Hölle. Sie kennen kein Gesetz, keine Gnade. Sie stehen über dem Recht, kennen keine Vergebung. Sie kommen. Sie kommen. Sie sind keine Helden. Sie sind die gerechte Strafe für eure Taten. Sie sind die Ghosts. Und sie kommen.